Es ist Dezember 2020 und es ist wieder Adventskalenderzeit. Jawohl, die nächsten 24 Tage gibt es wieder täglich eine Dosis Recording Block frisch auf deinen Tisch geliefert, gespickt und gewürzt mit einem fantastischen Gewinnspiel. Und was es damit genau auf sich hat, das verrate ich dir im heutigen Video. Zusätzlich gibt es noch einen kleinen Trick, in dem ich dir verrate, wie du das perfekte Verhältnis zwischen Bassdrum und Bass einstellen kannst. Das Ganze im heutigen Video und wenn du dich dafür interessierst, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording Block und los geht's mit dem Adventskalender. Mit freundlicher Unterstützung von Music Store Professional. Tach und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog und zum ersten Video im Adventskalender 2020, der Jubiläums-Adventskalender, denn es ist der 5. in Folge. Jawohl, 5-mal habe ich schon jedes Jahr in der Adventszeit einen Adventskalender gemacht, der daraus bestand, dass ich jeden Tag ein neues Video, einen neuen Tipp unter die Leute gebracht habe, dir weitergeholfen habe, einige Fragen von euch beantwortet habe und so jeden Tag ein kleines bisschen Wissen weitergeben konnte, was natürlich hilft, das schönste Hobby der Welt, nämlich unseres mit Musik, mit Recording, mit Mixing und so weiter noch ein kleines bisschen aufregender zu machen. Auch dieses Jahr gibt es natürlich jeden Tag wieder eine kleine Dosis Recording-Block und das Ganze gespickt und gewürzt mit einem tollen Gewinnspiel, denn ich konnte auch dieses Jahr wieder ein paar treue Freunde des Recording-Block davon überzeugen, uns ein paar Produkte und schöne Dinge zur Verfügung zu stellen. Manche sind Produkte, manche sind Dienstleistungen, aber da werden wir jetzt gleich mal direkt drauf eingehen, denn was gibt es zu gewinnen? Es gibt unter anderem vom Music Store Professional ein Überraschungspaket, also kann ich mehr nicht verraten, außer sagen, dass es ein tolles Überraschungspaket wird. Also vom Music Store Professional ein tolles Überraschungspaket. Von unserem Freund Björn Schlüter vom Storia Mastering Studio gibt es ein Stereo Mastering. Das heißt, wenn du einen Song hast, der dringend darauf wartet, die letzte Politur zu bekommen, dann ist das vielleicht genau der Gewinn, auf den du gewartet hast. Wenn du nicht warten möchtest, findest du einen Kontakt zu Björn unten in der Videobeschreibung oder du schreibst direkt an björn@recording-blog.com und kannst dann mit ihm direkt Kontakt aufnehmen. Von mir, vom Recording Blog, gibt es eine kostenlose Premium Mitgliedschaft zu gewinnen. Falls du nicht weißt, wovon ich rede, kann ich dir mal einen Link hier oben einblenden. Da kannst du mal schauen, was es mit der Premium-Mitgliedschaft im Recording-Blog auf sich hat. Falls du nicht warten möchtest, kannst du natürlich gerne auch schon vorher eine Premium-Mitgliedschaft abschließen. Falls du der glückliche Gewinner dann sein solltest, überweise ich dir das Geld einfach wieder zurück. Also lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen, denn da gibt es jede Menge zu entdecken, jede Menge Wissen, Videos, hast du nicht gesehen. Schau auf jeden Fall mal rein hier oben in den Link, da findest du eine ganze Menge Informationen. Dann habe ich unsere treuen Freunde von Sennheiser kontaktiert und gefragt, hey, seid ihr dieses Jahr wieder mit dabei? Und natürlich haben sie gesagt, ja klar, sind wir jedes Jahr wieder dabei und dieses Jahr auch. Und zu gewinnen gibt es dieses Jahr einen Kopfhörer, einen HD5, nein, okay, dieser ist es nicht, denn diesen HD25 besitze ich seit mittlerweile 25 Jahren. Den gibt es natürlich nicht zu gewinnen, aber es gibt einen brandneuen HD25 zu gewinnen. Hier ist er noch eingepackt. Wir schauen ihn uns im Rahmen des Adventskalenders auch nochmal etwas genauer an. Aber das ist auf jeden Fall einer der Gewinne. Und als Trommelwirbel, als Hauptgewinn würde ich schon fast sagen, gibt es ein Großmembranmikrofon, auch von Sennheiser zu gewinnen, das MK8. Ach, das ist ein Mikrofon, Multipattern-Mikrofon, das also verschiedenste Richtcharakteristika abbildet und vor allem eins aus der, ich glaube im Handel ist es um die 800 Euro wert. Das schauen wir uns im Rahmen des Adventskalenders auch nochmal genauer in verschiedenen Situationen an. Das ist der Hauptgewinn auf jeden Fall im Recording-Blog dieses Jahr. Es lohnt sich also auf jeden Fall mitzumachen. Aber wie kannst du mitmachen? Ganz einfach. Du schreibst einfach unter eines, unter viele, unter alle Videos einen Kommentar, was dir gefallen hat, was du dir noch wünschst, eine Frage, Anregung, Kritik und so weiter. Jeder Kommentar unter den Videos zählt auf jeden Fall und nimmt teil am Gewinnspiel. Und wenn du unter jedem Video kommentierst, hast du natürlich auch eine entsprechend gute Chance, hier zu gewinnen. Es lohnt sich also auf jeden Fall immer reinzuschauen und auch zu kommentieren. Einsendeschluss für das ganze Ding ist der 30. Dezember. 30. Dezember um 20.30 Uhr gibt es einen Livestream und mit Punkt 20.30 Uhr endet dieses Gewinnspiel. Das heißt, alle, die bis dahin kommentiert haben unter den Videos im Recording-Blog Adventskalender, die nehmen auch am Gewinnspiel teil. Zusätzlich natürlich nochmal alle Leute bei mir im Newsletter. Falls du dich da anmelden möchtest und nichts mehr verpassen möchtest, kann ich dir hier auch mal einen Link einblenden. Da kannst du dich mal im Newsletter einmelden und da gibt es regelmäßig Informationen, was hier alles Neues am Start sein sollte. So viel zum organisatorischen Kram. Ich habe dir ja noch einen Trick versprochen, mit dem du das perfekte Verhältnis zwischen Bassdrum und Bass einstellen kannst. Ein alter Trick, den ich vor vielen Jahren gelernt habe, immer mal wieder rauskramme, wenn ich unsicher bin und nicht weiß, hast du jetzt das richtige Verhältnis zwischen den beiden eingestellt? Manchmal hört man sich ja auch schon satt an einem Mix und verliert dann total die Perspektive. Und mit diesem Trick kannst du auf jeden Fall sicherstellen, dass Bass und Bassdrum im richtigen Verhältnis sind und dann
dann kann man es immer noch ein bisschen nachtweaken, aber damit hast du eine gute Ausgangsbasis. Wie das genau geht, das schauen wir uns jetzt mal in der Session an und da gehen wir jetzt mal rüber. Also los geht's. Da sind wir schon in der Session und ich würde sagen, wir schauen uns erstmal den kleinen Patienten an, der jetzt ein kleines bisschen Hilfe braucht bei der Anpassung von Bassdrum zu Bass, also dem Verhältnis zwischen den beiden. Das klingt im Moment so. Hier ist die Bassdrum. Hier der Bass. Ne, spielt sehr rhythmisch, nicht unbedingt mit der Bassdrum zusammen und die beiden sollen jetzt ins passende Verhältnis gebracht werden. Was wir dafür brauchen, ist ein Messinstrument. Wir verlassen uns also jetzt nicht nur auf unsere Ohren, sondern wir brauchen ein Messinstrument und in diesem Fall ist das ein VU-Meter. Da gibt es verschiedene Plugins, die gibt es kostenlos, die gibt es gegen Geld, die gibt es auch eingebaut hier bei Studio One. Wichtig ist nur, dass die Lautheit, die von ihnen gemessen wird, in RMS messen, also in der gemittelten Lautheit, eben nicht die Peaks, die schnellen Peaks, die so eine Bassdrum vor allem beim Anschlag hat, sondern die gemittelte Lautheit. Und da bietet sich aus meiner Sicht heraus auf jeden Fall der VUMT von Klanghelm an. Ein tolles VU-Meter, das eine ganze Menge Informationen liefert, obwohl es so unspektakulär aussieht. Und das gute Stück ist nicht kostenlos zu haben, kostet 14 Euro, aber meines Erachtens nach sind die gut angelegt. Falls du dich jetzt fragen solltest, der ist doch in Studio One unterwegs, warum nimmt er denn nicht das VU-Meter, was damit geliefert worden ist? Ganz einfach, da kann man nicht einstellen, dass es die Lautheit in RMS misst. Es scheint nur die Peaks anzuzeigen und die hat nichts mit der gemittelten Lautheit zu tun, denn nur die interessiert uns hier an dieser Stelle. Also der RMS-Wert. Und den müssen wir hier natürlich auch einstellen. Wir stellen also hier ein, dass das der Typ vom VU-Meter hier auf RMS eingestellt wird. Damit reagieren jetzt die Nadeln ein kleines bisschen langsamer. Das ist so eine Art Nachbildung der Ballistik von diesen echten Nadeln, die früher hatten in den Anzeigegeräten, mit denen damals auch schon die Lautheit gemessen wurde. Und gerade diese Trägheit und diese Messmethode sorgen dafür, dass man einen deutlich genaueren Eindruck davon kriegt, wie laut es jetzt wirklich ist, unabhängig von den Peaks, die jetzt hier rumspuken. Wichtig ist noch, dass man bei dem VU-Meter, bei dem VUMT jetzt hier den linken und den rechten Kanal miteinander verbindet, sodass, wenn man jetzt hier Einstellungen vornimmt, dass beide Kanäle gleichzeitig reagieren. Aber was machen wir jetzt mit diesem VU-Meter? Wir gleichen das Verhältnis von Bassdrum und Bass zueinander an. Das heißt, wir brauchen einen Ausgangspunkt für die Bassdrum und dann brauchen wir eine Anpassung für den Bass. Wir laden das Plugin auf jeden Fall in den Bus rein, in dem Bass und Bassdrum zusammenlaufen. Das ist bei mir meistens der Mucke-Komplett-Bus. Das wirst du schon kennen, wenn du mir schon etwas länger folgst. Da laufen bei mir alle Instrumente zusammen und natürlich, wenn ich sie solo schalte, auch Bass und Frosch im Hals, Bass und Bassdrum. Genau, der Mucke-Komplett-Bus. Da ist jetzt dieser VU-Meter reingeladen und alles, was ich jetzt hier einstelle, ist im Prinzip nur, um das Messen möglich zu machen. Das heißt, es hat mit dem Klang hinterher überhaupt gar nichts zu tun. Der VU-Meter fliegt auch hinterher wieder aus dem Bus raus. Das heißt, der wird keinen Klangeinfluss nehmen irgendwie auf das Ganze, sondern soll uns wirklich nur helfen einzuschätzen, wie ist tatsächlich das Verhältnis von Bass zu Bassdrum. Also, wir starten einfach mal. Ich schalte mal die Bassdrum auf Solo. Und wir sehen schon, dass hier die Nadel einen Wert anzeigt. Und der Einfachheit halber drehe ich jetzt einfach mal den Trimregler hier so hoch, dass die Nadel die gemittelte Lautheit bei ungefähr minus 3 dB anzeigt. Das ist dieser Bereich hier vorne, kurz vor der Null. Ne? Also wir drehen das mal einfach hoch hier. Dabei wird es jetzt ein bisschen lauter, aber lass dich davon nicht irritieren. Wir können das im Prinzip aber auch leise machen. Ich drehe mal den kompletten Sound runter. Wir machen das mal komplett ohne was zu hören, denn genau diese Messmethode kann man auch super anwenden, indem man das einfach taub macht. Ich hätte fast blind gesagt, aber blind passt zu den Ohren ja nicht. Also taub. Wir stellen jetzt hier also mal ein, dass die gemittelte Lautheit, die hier angezeigt wird, ungefähr bei minus 3 dB rauskommt. Ne? Machen wir mal ein bisschen hier drehen. Ein bisschen höher drehen und dadurch, dass wir eine programmierte Bassdrum haben, ist es natürlich auch ganz gut, dass wir da einen Wert erreichen können, der stabil ist, denn die Bassdrum ist nicht sehr dynamisch in diesem Fall. Ne? So, wir stellen mal kurz ein und ja, jetzt haben wir ungefähr minus 3 dB erreicht. Nicht nur ungefähr, sondern ziemlich genau. Das heißt, die Nadel schlägt genau bis minus 3 dB aus. Jetzt kommt der Trick. Wir regeln jetzt den Bass hinzu. Wir spielen also Bassdrum und Bass gleichzeitig ab und wir regeln den Bass so dazu, dass beide zusammen in der gemittelten Lautheit auf 0 dB kommen. Wohlgemerkt, es ist
absolut relativ. Es ist nicht absolut 0 dB, sondern es ist nur relativ das, was das VU-Meter hier anzeigt. Lass dich also von diesen echten Werten nicht irritieren. Es geht mir nur darum, dass wir die Differenz zwischen Bassdrum und Bass genau von minus 3 aufholen. Ne? Also minus 3 dB soll angezeigt werden bei der Bassdrum und dann sollen 3 dB mehr angezeigt werden, wenn beide zusammen anspielen. Und das machen wir jetzt mal. Ich schalte mal den Bass hier auf Solo und drehe den jetzt einfach mal dazu. Also wir spielen ab, wir hören wieder nichts. Das Ganze machen wir per Auge. Und jetzt drehe ich den Bass mal dazu und guck mal, ob ich den Punkt finde, wo wir die gemittelte Lautheit von beiden zusammen auf dann entsprechend 0 kriegen. Also 3 dB lauter als die Bassdrum alleine. Jetzt sind wir im Moment bei 0,5. Der Bass spielt sehr dynamisch. Das heißt, wir müssen noch ein kleines bisschen rausnehmen. Ich spiele ja auch nicht immer gleichzeitig. So, jetzt sind wir ungefähr bei 0,3, minus 1,4. Mal gucken, ob der irgendwann auch 0 anzeigt. 0,3, wir nehmen nochmal ein bisschen was raus. Also minus 4,2 stelle ich hier mal ein. So. Und damit sollten wir es jetzt ungefähr getroffen haben. Naja, komm, wir sind nicht päpstlicher als der Papst. Ungefähr auf 0 sollte es rauskommen. Gerade bei so einem dynamischen Bass ist das ja auch nicht ganz so einfach möglich. So, damit hat im Prinzip das VU-Meter schon seine Schuldigkeit getan und kann jetzt wieder rausfliegen. Das nehmen wir jetzt auch mal raus. Und jetzt hören wir mal, was dabei rausgekommen ist bei der ganzen Geschichte. Ich stelle also meinen Mucke-Komplett-Bus, stelle ich wieder komplett auf Normalpegel, also auf 0 in meinem Ausgangsfall war das so. Und wir hören mal jetzt, wie das Verhältnis zwischen Bassdrum und Bass geworden ist, nachdem wir es mit dem VU-Meter eingestellt haben. Los geht's. Oh, klingt auf jeden Fall okay. Nehmen wir mal den Rest des Mixes dazu. Scheint geklappt zu haben. Also mir gefällt es auf jeden Fall gut und damit hast du eine gute Ausgangsbasis für deinen Mix, entweder ganz am Anfang vom Mix oder falls du dir später im Mix nicht mehr sicher sein solltest, ob Bassdrum und Bass im richtigen Verhältnis sind, dann kannst du die beiden einfach nochmal überprüfen und dich nochmal auf einen neuen Stand bringen, was das Ganze angeht. Ich hoffe, dieser Trick gefällt dir. Ich hoffe, du kannst damit was anfangen. Falls du einen kostenlosen VU-Meter kennst, den man auch als Plugin runterladen kann, dann kannst du es unten gerne mal in die Videobeschreibung, nein, in die Videobeschreibung nicht, aber in die Kommentare reinschreiben und wir sehen uns dann morgen zu einem weiteren Video im Adventskalender und bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste, mach's gut und Yassou!